Willkommen, verehrte Zuschauer in der Roten Werder Halle. Werder Bremen trifft in der ersten Tischtennis-Bundesliga auf den TTC Frickenhausen. Es wird Zeit zum Punkten, meint der Gastgeber, Teamchef Gräber. Ich denke, um unsere Zielsetzung weiterhin zu verfolgen, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, müssen wir heute schon gewinnen. Werder ist also heiß auf Siege. Frickenhausen tritt an, ohne ihren japanischen Spitzenspieler Koki Niwa. Dafür mit den bis dahin ungeschlagenen Chinesen Yang Mang gegen Werder Bremens neuen Spitzenspieler Chi-Yuan Chuang. Für Tischtennis-Nostalgiker wird es interessant. Jawohl, Yang Mang ist einer der ganz wenigen Abwehrkünstler in der Liga. Modern geprägt nutzt er auch die Chancen zum überraschenden Angriff. Insgesamt dominiert Chuang den Chinesen, doch nach dem 9:2 kämpft sich Wang noch einmal heran. Bei 8:10 beendet ein Netzroller des Chinesen Hoffnungen im ersten Satz. 11:8 für Werders Taiwanesen. Gute Abwehrspieler sind in der Weltspitze rar, doch Chuang weiß, worauf man achten muss. Yeah, I think important thing is to see, because it's from the defensive spin, it's always not so easy to see during the match, to recognize, like to see spin or no spin. This is the main key to win, I think. Den wechselnden Unterschnitt des Abwehrspielers richtig erkennen, das ist also das wirksame Rezept gegen den international für die Slowakei startenden Wang. Ein Netzroller der Kategorie schwer zu retournieren, doch Chuang bleibt seiner Linie treu. Vorsichtig platzierte Topspins knacken das Abwehrspiel Wangs. Mutiger Topspin-Gegenzieher bei 10:7 holt sich Chuang auch Satz 2. Jawohl, 11:7 für den Werderaner. Hier in der Großaufnahme gut zu sehen, wie viel Schnitt Wang dem Ball mitgibt. Nur mit dem reinen Abwehrspiel können Defensivspieler heutzutage nichts mehr reißen. Auch Wang nutzt seine Chancen zum erfolgreichen Angriff. Vorerst. Bei 8:10 kommen die Nerven ins Spiel. Ein Fehlaufschlag beendet schließlich diese sehenswerte Begegnung. 3:0 für Chi-Yuan Chuang. Werders Trainer Christian Tamasch ist zufrieden. Chuang hat sehr, sehr gut gespielt. Vor allem, weil dieser Abwehrspieler uns nicht so bekannt ist. Und er hat eine unglaubliche Technik, der kann sehr, sehr gut Schnitt wechseln. Und es war kein einfaches Spiel, aber Chuang hat die Ruhe bewahrt und hat ihn dann letztendlich auch dominiert. Werders Taiwanese, 10. der Weltrangliste, 4. bei Olympia, ist der spielstärkste Athlet, der bisher an der Weser verpflichtet wurde. Fließt da auch entsprechend viel Geld? Teamchef Sascha Gräber. Nee, man muss einfach mit dem Spieler lange und gute Gespräche führen und ihn überzeugen, dass er in Bremen genau sich so weiterentwickeln kann, wie er es die letzten Jahre getan hat. Dass wir hier gute Trainingsarbeit leisten, dass er gut aufgehoben ist und dass er, wenn er denn in Bremen trainiert, dass er seine Leistung bringt
und dass er natürlich dann auch eine Mannschaft hat, mit der er eine Perspektive sieht. Chuang, der Überflieger in Bremen, 6:1 sein Spielverhältnis in der Liga. Da ist noch einiges möglich in dieser Saison. Die Halle gut besucht. 650 Zuschauer freuen sich auf die zweite Partie des Abends. Adrian Krissan trifft auf den deutschen Nationalspieler Steffen Mengel. Mit 24 Jahren bereits der Oldie bei Frickenhausen. Beobachtet von der Weltpresse geht es in den ersten Satz. Sie sehen es, der Werderaner lässt sich anfangs vom Tisch zurückdrängen. Tor! Mengel weiter offensiv, nutzt auch bei 10:9 seine Chance zum ersten Satzgewinn. Durchgang 2 agiert der rumänische Nationalspieler offensiver. Aber Mengels Reichweite ist außergewöhnlich. Hochklassige Ballwechsel bekommen die Zuschauer zu sehen. Und auch den Satzausgleich mit 11:7. Satz 3. 7:5. Aufschlag Krissan. Klugen Tempowechsel und harten Bällen hält Krissan den Frickenhausener im Schach. Mutig. Harter Gegenzieher mit der Rückhand. 11:7. 2:1 in Sätzen. Durchgang 4. Steffen Mengels wuchtige Topspins bringen den Bundesranglistensieger von 2011 in eine gute Position. Doch Krissan besinnt sich auf seine Offensivbälle. Zu 6, ein wichtiger Spielstand. Zu 10, Mengel. Krissans entschlossener Rückhand-Topspin bringt Werder Bremens zweiten Mannschaftspunkt. Wir haben schon 2 Stimmen zu dieser Partie für Sie. Ja, ist natürlich immer jetzt so unmittelbar nach dem Spiel nicht so einfach zu sagen. Ich habe den ersten Satz gewonnen, im zweiten auf 5-2 und 6-4 geführt und dann sind 1-2 leichte Bälle halt weggegangen. Wenn ich schaffe, den Satz nach Hause zu bringen und 2-0 führe, denke ich, habe ich auch eine ganz gute Chance. Die letzten beiden Sätze hat er dann halt auch ein bisschen besser gespielt, ich ein kleines bisschen schlechter und deshalb halt am Ende auch mit 3:1 verloren. Aber ich denke, dass Adrian hat etwas mehr mit sich selbst zu kämpfen gehabt heute. Und er hat heute aber seine innere Ruhe wieder gefunden und hat das Spiel nach Hause gebracht. Und er würde eigentlich immer stärker während des Spiels. Deswegen am Ende auch der Sieg verdient. Die dritte Partie des Abends am Center Court Tisch Konstantin Ciotti, der sich vom Ergänzungsspieler des vergangenen Jahres zu einer echten Nummer 3 gemausert hat. Der 29-jährige Rumäne hat es zu tun mit dem Japaner Masaki Yoshida.
dem Spitzenspieler aus Frickenhausens zweiter Mannschaft aus der zweiten Bundesliga. Yoshida drängt anfangs Ciotti sein Offensivspiel auf, doch der Bremer weiß sich zu wehren. Bei 10:11 allerdings sehr riskant dieser Überraschungsaufschlag. Der erste Satz geht an Frickenhausen. Masaki Yoshida ist übrigens weitestgehend unbekannt in der Liga. Auch ein Spieler, ein japanischer Spieler, den wir ja gar nicht kennen. Das ist ein Spieler, wo man sich ganz, ganz schwer informieren kann im Voraus, was er für Aufschläge spielt und wie er spielt. Das Videomaterial, das wir hatten, war auch nicht so groß, also nicht so viele Videos von ihm. Und das hat das Spiel auch noch schwerer gemacht. Weiter geht es. Ciotti lässt sich von dem 18-jährigen Japaner, der zu Ausbildungszwecken nach Deutschland geschickt wurde, nicht die Butter vom Brot nehmen. Bei 10:6 der Ausgleich. 1:1. Schiedsrichter mussten nicht einschreiten. Sie bekamen eine entspannte Partie geboten. Mit sehenswerten Schlägen des Japaners. Gute Schule. Mit diesem Offensivdrang kam Ciotti im dritten Satz überhaupt nicht klar. 3:11 und bei 1:2 Satzrückstand musste der Bremer nachlegen. Sagenhaft, ein paralleler Rückhandschuss. Das Ergebnis hunderter von Trainingseinheiten. Costa stellte sich immer besser auf die guten Aufschläge Yoshidas ein und zeigt Selbstbewusstsein. Bei 10:6 beendet dieser Seitenschnittaufschlag den vierten Durchgang. 2:2. Konstantin Ciotti, nun ein ganz anderer Spielertyp als noch in seiner ersten Phase bei Werder, bis er nach Spanien wechselte und zurückkam. Auch in Satz 4 gelingt es Ciotti, sein Offensivspiel durchzubringen, angefeuert von der Bank. Werders Nummer 1, Chuang, bereitet sich bereits professionell auf sein eventuell anstehendes Match vor. Muss der Taiwanese noch in die Box? Bei einem Sieg Ciottis wäre das 3:0 perfekt. Doch Masaki Yoshida hat noch etwas dagegen. Sehenswert, da applaudieren auch die Bremer Zuschauer für den Gegner. 6:4, Aufschlag Ciotti. Und der 188. der Weltrangliste tritt mächtig auf. Ja! 10:4. Konstantin Ciotti kann den Bremer Sieg nun klar machen. Bei starker Gegenwehr. Er macht es. Mit einer Parade für die Galerie beendet Konstantin Ciotti im fünften Satz mit 11:4 diese Bundesliga-Partie. 3:0 besiegt Werder Bremen den ersatzgeschwächten TTC Frickenhausen.
Nach dem Spiel 0:3 gegen Werder Bremen, hätte man das so eindeutig erwartet? Ja, wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, zumal wir ohne Niva angetreten sind und Juan und Christian zwei Top-Spieler sind. Deshalb war uns klar, dass wir heute hier Außenseiter sind. Wir haben natürlich uns schon erhofft, dass wir vielleicht auch, wenn es gut läuft, das Spiel gewinnen können. Aber Bremen war heute besser als wir und haben halt auch in der Höhe auch verdient mit 3:0 gewonnen. As you see, it's clear, and I think also because the main player from Frikanaus and Niwakok is not here, so and I think we did good job today. Yeah, we are. Jetzt kann man erstmal durchatmen. Der Anschluss ans Mittelfeld ist erstmal geschafft. Ja, das war natürlich wichtig. Jetzt haben wir 4 Punkte. Düsseldorf haben wir geschlagen, 2-3 verloren. Ich denke, jetzt sind wir am Mittelfeld dran, wollen uns jetzt ans obere Tabellendrittel rankämpfen. Aber ich denke, jetzt haben wir erstmal mit dem Sieg heute haben wir einiges wieder gut gemacht. Wohl wahr. 3:0 gegen Frickenhausen. Das bedeutet aktuell den 5. Tabellenplatz bei 4:4 Punkten für Werder Bremen. Das nächste Heimspiel der Grün-Weißen findet wieder statt. Am Dienstag, den 30. Oktober, 19 Uhr. Dann gegen den 1. FC Saarbrücken.